Bald ist es wieder soweit. Am 10. Juni startet die EM. Und damit auch der Hype um den Fußball und um das persönliche Vaterland. Jeder Hinz und Kunz ist auf einmal Fußballfan und jede Witzfigur trägt auf einmal Deutschland Mützen und Nationaltrikot. Ja, endlich darf der Deutsche mal wieder stolz auf seine Heimat sein. Wenn man Fan ist, ist das kein Ding. Ich meine, die EM ist ja auch eine coole Sache. Aber Leute, weshalb findet denn dann so ein übertriebenes Gepose statt? Wie ich das schon hasse, wenn irgendeine Deutsche, keine Ahnung von Fußballfrau, mit so Sachen kommt wie: Wir haben gewonnen, du hast gar nichts gewonnen, die Mannschaft, die Deutschland vertritt, hat gewonnen und sonst niemand. Und nach der EM ist dann kein einziger mehr in irgendeiner Weise interessiert am Fußball. So sieht's halt einfach immer wieder aus. Die Industrie nutzt die EM einfach auch immer wieder dazu aus, ein bisschen Geld durch billige Fanartikel zu schaufeln. Ihr dürft das nicht falsch verstehen. Ich habe natürlich nichts gegen die EM, nur gegen die Art der Fans, die nur dem Hype folgen. Wenn ich schon sehe, wie ernsthaft irgendein 8-jähriges Mädchen heult, nur weil Deutschland bzw. Brasilien, daran denke ich gerade, also wenn irgendein 8-jähriges Mädchen ernsthaft heult, weil ihr Land am Verlieren ist. Klar ist das schade und vielleicht auch ein bisschen traurig, aber ihr könnt mir doch nicht beim besten Willen erzählen, dass ihr durch Schauen eines Fußballspiels anfangen müsst zu heulen mit 8. Die checken doch locker nicht mal, weshalb sie heulen und worum es geht. Man kann die Spiele doch gerne schauen, wenn es einmal um den Fußball geht, keine Frage. Aber bitte nutzt nicht den Hype, um mal wieder mit dem Trikot so rumzulaufen und zu tun, als ob. Diese Nachricht geht nur an die Poser-Fans da draußen. Wenn du, alter Ur-Kevin, einfach wirklich mit dem Interesse am Fußball dabei bist, kannst du selbstverständlich auch ein Deutschland-Trikot tragen. Ist ja jedem das Seine. Zuletzt muss ich noch den schlimmsten Fall der schlimmsten Fälle beschreiben. Die 38-jährige Jacqueline ist vermeintlicher Ultra-Fan. Aber, und jetzt kommt's, nur solange Deutschland auch noch in der EM ist. Sobald die Deutschen raus sind, interessiert es sie einen Dreck, ob das Runde im Eckigen ist oder nicht. Wir, wie man so schön sagt, sind ja raus. Ich wünsche einen schönen Start in die EM an alle Abonnenten und viel Spaß bei den Spielen. Mies macht's gut.